Guten Tag, willkommen zu Folge 7 von meiner Landwirtschaftssimulator Let's Play-Reihe. Wir haben letztes Mal aufgehört mit dem Säen. Da will ich heute anschließen. Dann machen wir einfach wieder mal weiter. Später, wenn wir, wenn wir mit dem fertig sind, können wir dann das Wachstum umstellen und die Zeit ein bisschen vorspulen. Nachgehen. Also am Ende machen wir so oder so nochmal kleine Nacharbeiten. Aber ich habe noch einen Weg herausgefunden, wie wir noch an Geld kommen. Weil die Kramer, die brauche ich eigentlich nicht, weil die zwei Traktoren, die reichen mir eigentlich. Deswegen denke ich, dass wir die Kramer verkaufen können. Die können wir ja eigentlich nochmal neu kaufen. Also wenn wir sie jetzt wirklich dringend brauchen, kaufen wir alle. So. Mit 59.000, das ist sehr gut. Können wir uns bald einen neuen Grubber kaufen? Warte, ich will gerade nochmal gucken, wie teuer der nächste Grubber ist. Also, der hier wäre schon gut. Ja, 20.000, das liegt eigentlich ganz, ganz gut im Budget drin. Hat natürlich schwer. Also, es gibt noch einen größeren, zum Beispiel der hier. 57.000. Ich glaube, da würde ich mir eher den hier mit 6 Metern holen, weil der reicht mir eigentlich. Oder ich gucke nochmal nach einer anderen Sämaschine. 3 Meter. Da wird eigentlich schon eher die hier in Frage kommen, aber die ist mir zu teuer. Also ich denke, dann kaufen wir uns zuerst einen neuen Grubber. Und danach die Sämaschine und danach sparen wir auf neue Traktoren, Anhänger etc. Vielleicht noch so 8-9 Bahnen, schätze ich. Da geht mein Telefon.
So. Ah. Immer die Telefon. Das hat sich jetzt zum Glück erledigt. So, dann haben wir noch 5, 6 Minuten, dann haben wir auch dann schon wieder diesen Let's Play, die Zeit erreicht. Und natürlich kann ich das immer das Let's Play länger machen, also an meiner Zeit liegt es nicht, nur immer, das dauert dann immer so lange, bis die Videos dann hochgeladen sind und das stört mich ein bisschen, deswegen versuche ich mich möglichst dann kurz zu halten. Und danach, da können wir eigentlich noch den Rest von unseren Erntegut können wir alles wieder wegfahren. Aber erst müssen wir unsere Sämaschine jetzt noch auffüllen. Weil es braucht später noch ein bisschen zum Wachsen. Und weil ich jetzt nicht jetzt die ganze Zeit mit dem Trecker am Feld stehen möchte und warte, bis das gewachsen ist und ich euch schon noch ein bisschen was zeigen möchte, fahre ich dann immer doch dann schon noch ein bisschen rum. Ist nicht geplant. Ich sehe mich auch wieder voll. Gut. Ich kann gerade gleich hier unten anfangen. Zwei Wannen mache ich noch und dann beende ich dann das Let's Play.
Das waren die zwei Bahnen. Dann sage ich hiermit Tschüss und bis zum nächsten Mal.